Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren seinsverändernden Thema beim Gespräch mit einem Freund, mit dem zauberhaften Kurt Tepperwein. Guten Morgen, lieber Kurt. Hallo Sami, einen wunderschönen guten Morgen und auch an alle, die zuhören. Ja, heute unser Thema ist: Leben Sie bewusst in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper. Das sollten wir uns bewusst machen, das ist auch ein sehr entscheidendes Thema. Und wie sollten wir damit starten, lieber Kurt? Was wären die ersten Schritte? Ja, vielleicht sollten wir uns bewusst machen, dass wir jeden Schritt versuchen, gleich praktisch zu vollziehen. Dass wir also fühlen, wie sich das anfühlt. Der erste Schritt ist natürlich, wichtig ist, in welchem Körper Sie bewusst leben. In Ihrem vorübergehenden Erdenkleid, also in Ihrem menschlichen Körper oder in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet und in dem Sie ja ohnehin ständig leben. Das aber kann nur ein erwachtes Bewusstsein. Solange Sie in der Illusion des Ich leben, sind Sie an den physischen Körper gebunden. Also mache ich mir einmal bewusst, dass ich ohnehin ständig in meinem wahren, vollkommen gesunden, ewig jungen Lichtkörper lebe, der mich durch alle Inkarnationen begleitet und den ich gar nicht verlassen kann. Der ist Teil von mir selbst. Der nächste Schritt ist dann, ich aktiviere meinen Lichtkörper, indem ich möglichst ständig auch Licht atme und so mit jedem Atemzug immer lichtvoller werde. Das heißt also, ganz normal weiter Luft atmen, das braucht ja mein physischer Körper, aber bewusst dabei auch Licht atmen und so meinen Lichtkörper aktivieren. Denn Licht ist seine natürliche Nahrung. Und solange ich nur Luft atme, schläft mein Lichtkörper. Ich kann allerdings auch Licht essen und trinken. Einfach indem ich beim Essen mein Bewusstsein darauf richte und spüre, wie ich mit jedem Atemzug immer lichtvoller werde. Ja, das ist wirklich ganz entscheidend am Anfang. Also auch diese Schritte, wie du sagst, immer praktisch vollziehen, nicht nur speichern als Wissen, sondern direkt schauen, fühle ich das denn? Das ist, glaube ich, so entscheidend, weil viele belassen es ja bei dem Wissen und auch sich bewusst zu machen, dass man natürlich als reiner Mensch, also in der Illusion des Ich, sind wir gefangen in diesem physischen Körper. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir eben nur zu Gast sind, um die Erfahrung der Vollkommenheit zu machen, dann steht das Tor offen, natürlich auch im Lichtkörper zu leben. Ganz genau. Und sobald dann mein Lichtkörper erwacht, aktiviert das meine natürliche Zwölfstrang-DNA und mein Superimmunsystem, das jede Krankheit sofort verwandelt in Harmonie. Und meine erwachende Zwölfstrang-DNA aktiviert die natürlichen Fähigkeiten meines wahren Seins, mein natürliches Genie, meine Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Und ich erlebe, wie immer neue Fähigkeiten bewusst werden durch die Aktivierung meines Lichtkörpers. Und alles hängt davon ab, dass ich bewusst auch Licht atme. Und dann fühle ich einmal bewusst, wie sich die vollkommene Gesundheit meines wahren Lichtkörpers anfühlt. Und genieße es bewusst, vollkommen gesund zu sein für immer. Und dann fühle ich einmal bewusst meine natürliche Unsterblichkeit meines wahren Lichtkörpers. Und dass mir hier absolut nichts passieren kann und lebe ab jetzt bewusst als Unsterblicher, der ich ja bin. Das gibt mir ein wunderbares Gefühl der Sicherheit, der Souveränität, der Leichtigkeit. Und dann fühle ich einmal bewusst, dass ich ja ohnehin ständig in diesem Lichtkörper lebe und ernähre und aktiviere ihn bewusst, von nun an durch ständiges Licht, Atmen, Essen und Trinken. Und dann passiert ein Wunder. Ganz von selbst
bekomme ich dadurch mein Wohlfühlgewicht und mit der Zeit meinen Traumkörper. Ja, das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, wo viele da andere Wege gehen, die Wege des Egos mit Diäten, stellt sich auch der physische Körper auf das Wohlfühlgewicht ein. Und wie du sagst, es ist immer wieder dieses Fühlen, also auch Fühlen, die Unsterblichkeit. Und das spürt ja eigentlich jeder, der mal hineinfühlt. Wenn man sich fragt, wie du so sagst, wie lange gibt es mich, da fühlt ja jeder. Ich bin ewig, da ist gar kein Alter. Und einfach indem wir die Aufmerksamkeit auf das enthaltene Licht richten, können wir den Lichtkörper aktivieren, diese verborgenen natürlichen Fähigkeiten, die ja in jedem schlummern. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Es ist die Transformation in Ihr wahres Sein. Bringen Sie Ihre natürliche Vollkommenheit immer vollkommener zum Ausdruck, auch als vollkommene Gesundheit. Machen Sie sich einmal bewusst, vollkommene Gesundheit ist der natürliche Zustand Ihres wahren Seins. Solange Sie aber in der Identifikation mit der Illusion des Ich leben, können Sie gar nicht gesund sein, denn das Ich ist die Krankheit und verursachen damit ständig Disharmonie und die ganzen menschlichen Probleme, die verschwinden, sobald Sie zu Bewusstsein gekommen sind, also wieder aus der Illusion in die Wirklichkeit Ihres wahren Seins eintreten und bewusst der sind, der Sie sind. Und dann spüren Sie, Gesundheit heißt Leben als der, der Sie wirklich sind, als erwachtes Bewusstsein. Erst damit sind Sie bei sich selbst angekommen und wirklich gesund. Gesundheit ist also bewusst Leben in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet. Und ich wiederhole es immer wieder, indem Sie ja ohnehin ständig leben, Sie können ihn gar nicht verlassen. Das ist Ihr wahrer Körper. Das andere ist nur Ihr Erdenkleid, also gewissermaßen Ihre Kleidung. Und wir sollten uns nicht mit unserer Kleidung identifizieren, sondern bewusst fühlen, ich bin der Träger dieser Kleidung. Ja, also dass zum vollkommenen Sein natürlich auch vollkommene Gesundheit gehört, ist wichtig, sich bewusst zu machen. Und wie du so eingängig sagst, das Ich ist ja schon die Krankheit, also die Identifikation mit der Illusion des Ich. Das sollten wir uns auch wirklich bewusst machen, dass ein Ich ja gar nicht gesund werden kann, denn das ist ja schon eine Krankheit, eine Illusion. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil viele fragen, wie kann ich gesund werden? Da gilt es natürlich, diese große Heilung zu vollziehen, vom Ich zum Selbst. Und dann sind diese Disharmonien ja alle beseitigt mit dem Lichtkörper. Und dann machen wir uns bewusst, Vollkommenheit ist Ihr wahres Wesen und damit auch vollkommene Gesundheit. Aber damit ist alles Unvollkommene falsch und unnatürlich und macht die Botschaft notwendig, die wir Krankheit nennen. Erst wenn wir die Botschaft verstehen und befolgen, wird Krankheit als Lehrer nicht mehr gebraucht. Machen wir uns also bewusst, das Symptom ist nicht die Krankheit, der Schmerz ist nicht die Krankheit, sondern nur die Botschaft über eine Störung und verschwindet ganz von selbst, sobald die Botschaft verstanden und befolgt ist. Das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt aber nicht nur für den Körper, sondern für Ihr ganzes Leben. Und so gibt es eine finanzielle Gesundheit, eine gesunde Beziehung, einen gesunden Geist. Ihr So-Sein ist die Ursache und die Wirkung ist Ihre erlebte Realität. Also machen Sie sich einmal bewusst, auch wenn Sie scheinbar nichts tun, verursachen Sie Schicksal, Zukunft durch Ihr So-Sein. Aber wir können dieses So-Sein jederzeit ändern. Fühlen Sie einmal gerade in Ihrem Bewusstsein jetzt die vollkommene Gesundheit,
ihres wahren Lichtkörpers. Und im gleichen Augenblick ändert sich die Schwingung ihres Energiefeldes, ihres So-Seins, ihre energetische Signatur und damit die Ursache für ihr Schicksal, ihre Zukunft. Das heißt, von einem Moment zum anderen können sie ihr ganzes Leben ändern, indem sie ihr So-Sein ändern. Ja, das ist wunderbar, sich bewusst zu machen, dass die Gesundheit natürlich auch auf finanzielle Gesundheit und in der Beziehung die Gesundheit zu verstehen ist. Und das ist natürlich auch wieder entscheidend, wie du gerade sagtest, das Symptom und der Schmerz ist eh so nicht die Krankheit, sondern die Botschaft. Genau wie wenn der Briefträger eine Mahnung bringt, nützt es ja nichts, die Mahnung zu verbrennen, wie du so schön sagst, sondern dahinter zu schauen auf die Ursache und die dann eben beseitigen. Das sollten wir uns natürlich bewusst machen. Sobald wir aber die Identifikation mit der Illusion des Ich als Ursache erkannt und beseitigt haben und leben als bewusster Beobachter, als erwachtes Bewusstsein, ist Gesundheit unser natürlicher Zustand. Und Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht und verschwindet aus unserem Leben, auch wenn sich der Verstand das überhaupt nicht vorstellen kann. Also treten Sie gleich jetzt einmal bewusst ein in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem Sie alles, was immer Sie tun, so vollkommen wie möglich tun und erleben, wie dadurch Ihr ganzes Leben und auch Ihre Gesundheit immer vollkommener wird. Und damit füllen Sie auch Ihr Lebenserwartungskonto immer wieder auf. Und Gesundheit ist Ihr ständiger Begleiter. Machen wir uns also bewusst, wenn Gesundheit gestört ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten, die kleine Heilung oder die große Heilung. Die kleine Heilung ist, ich ändere das, was stört. Und die große Heilung ist, ich ändere den das stört. Und das ist der Unterschied. Ja, das ist wieder wunderbar, das sich so eingängig bewusst zu machen. Und ja, oft wird ja auch gefragt, dieses so vollkommen wie möglich tun. Das können wir ja auch nochmal sagen, was das bedeutet. Das ist also nicht dieser Perfektionismus des Verstandes, sondern ganz da zu sein, ganz präsent. Also die Geistesgegenwart, nicht in Gedanken woanders. Und so natürlich diese Tätigkeit vollziehen. Das ist so vollkommen wie möglich. Und als dieses vollkommene, gesunde, ewig junge, wahre Sein, gehe ich von nun an bewusst durch mein Leben und werde mit jedem Atemzug immer lichtvoller und lebe bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper. Und das bringt mir nicht nur vollkommene Gesundheit, sondern auch bewusste Unsterblichkeit. Damit aktiviere ich mein natürliches Genie, erlebe mich als ewig jung, alterlos. Das aktiviert mein Superimmunsystem, meine 12-Strang-DNA. Und es ist ein Sprung in meiner individuellen Evolution. Mein physischer Körper spiegelt das wieder als Vitalität, als Lebensfreude und als vollkommene Gesundheit. Und es ist letztlich der Übergang zu vollständiger Lichtnahrung. Aber ganz selbstverständlich ist es auch der Weg zu meinem Wohlfühlgewicht und zu meinem Traumkörper. Ich bin einfach ständig online, bewusst eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein und lasse mich von der universellen Weisheit führen und lebe bewusst als Lichtkörper. Ich erlebe bewusst meine natürliche Alterlosigkeit, lebe in der Zeitlosigkeit des ewigen Jetzt und erlebe, das ist der Sieg des Bewusstseins über die Zeit. Denn mein wahrer Körper, mein Lichtkörper, ist der Träger des Lebens. Indem ich bewusst in meinem wahren Lichtkörper lebe, aktiviere ich erst mein wahres Sein und bin ganz bewusst wieder der, der ich wirklich bin.
Ja, also diese bewusste Unsterblichkeit, indem wir und Alterlosigkeit, indem wir im ewigen Jetzt leben, ist natürlich auch wunderbar. Und wir sind ja von vornherein unsterblich. Es wird ja immer mal der Wunsch geäußert nach physischer Unsterblichkeit, auch mal in den Kommentaren. Und da hast du so schön darauf geantwortet: Wollen Sie denn ewig in Ihren Schulkleidern herumlaufen? Ja, das ist ja, als ob man sagen würde: Ich möchte ewig auf der Grundschule bleiben. Das wäre physische Unsterblichkeit. Ja, das kann ja eigentlich niemand wollen, der die Kenntnis von der Wirklichkeit hat. Ja, das denke ich. Und wenn jemand diesen Wunsch hat, dann zeigt das, dass er die Kenntnis von wahrem Sein eben nicht hat. Und als dieses vollkommene ewige Sein nehme ich jetzt einmal ganz bewusst meinen physischen Körper, mein Erdenkleid in Besitz und erfülle einmal jede Zelle meines physischen Körpers mit der Vollkommenheit meines wahren Seins. Und Sie können auch unmittelbar Licht atmen, einfach indem Sie in der Sonne liegen. Sie öffnen dazu bewusst alle Energiepunkte auf der Haut, um die Lichtenergie voll aufzunehmen. Und dabei erleben Sie, dass Sie davon nicht nur satt werden, sondern auch voller Energie sind, deutlich mehr als nur von materiellem Essen. Also richten Sie schon beim Einkaufen im Supermarkt Ihr Bewusstsein auf die enthaltene Lichtenergie und kaufen Sie so bewusst Lichtnahrung ein. Ja, das ist natürlich auch entscheidend. Also wenn wir das Bewusstsein auf die enthaltene Lichtnahrung richten, wenn wir in der Wahrnehmung sind, wissen wir ja, was wirkliche Lebensmittel sind. Das wird natürlich auch darauf achten. Und das mit der Sonne und Energiepunkte, das sollte man wirklich mal erleben. Wie du sagst, man wird tatsächlich auch satt davon. Das finde ich auch immer wieder ein kleines Wunder. Und irgendwann, wenn Ihre Schwingung entsprechend erhöht ist, werden Sie nur noch sich von Licht ernähren. Ihre gerichtete Aufmerksamkeit vervielfacht die Aufnahme von Licht und erhöht gleichzeitig Ihre Schwingung, sodass Sie immer bereiter werden für die reine Lichtnahrung. Und das ist wieder ein weiterer Schritt zu Ihrem Ideal. Körper. Ja, also wir sehen, unser wahrer Lichtkörper hat natürlich als Ursache auch eine Wirkung auf den physischen Körper. Und das ist natürlich dann wieder der Spiegel der Lebensumstände. Daran sehen wir es dann ja. Dazu gehört natürlich, ich gebe meinem Freund Körper liebevoll das Richtige zur rechten Zeit. Das heißt, wenn Sie bei Bewusstsein sind, können Sie essen, was Sie wollen, wann Sie wollen, wie viel Sie wollen und so oft Sie wollen. Wichtig ist nur, dass Sie beim Essen ganz bei der Sache sind. Spüren Sie einmal, braucht mein Körper jetzt etwas zu essen? Was braucht mein Körper wirklich? Wie viel braucht er und wovon? Und geben Sie Ihrem Körper nur noch das, was stimmt. Und das bestimmt Ihr Körper von jetzt an bewusst selbst. Lösen Sie alle eventuellen negativen Gedanken und Gefühle und Vorstellungen, die Sie über Ihren Körper haben, auf und ersetzen Sie sie durch liebevolle und wohlwollende Gedanken und Gefühle. Machen Sie sich bewusst, was Sie an Ihrem Körper schätzen und sagen Sie es ihm. Danken Sie ihm dafür, dass er stets bereitwillig für Sie da ist. Und vor allen Dingen fühlen Sie sich in ihm wohl. Denn dadurch verursachen Sie, dass der Körper so wird, dass Sie sich in ihm wohlfühlen. Dazu gehört natürlich auch altersgerechte, regelmäßige Bewegung. Aber dazu gehört auch Ihre Traumfigur geistig in Besitz zu nehmen. Also ändern Sie einmal Ihr Selbstbild. Schauen Sie einmal hin, wie fühlen Sie sich, Sie selbst? Wie sieht Ihr Selbstbild aus? Schaffen Sie sich also ein schlankes Selbstbild und
Leben Sie ständig in heiterer Gelassenheit. Essen und trinken Sie nur noch Gesegnetes. Und ganz wichtig, Dinner Canceling. Das heißt, der wichtigste Weg zur Schlankheit ist, ab 17 Uhr nichts mehr essen. Das ist der natürliche Weg. Der Körper braucht dann nichts mehr. Der bereitet sich dann schon vor auf die Nacht und will dann nicht noch arbeiten müssen und was verdauen müssen. Also um 17 Uhr essen Sie das Letzte, und zwar nur noch wirkliche Lebensmittel. Und natürlich immer daran denken, Licht, atmen, essen und trinken. Dann haben Sie Ihre Traumfigur und Ihr Wohlfühlgewicht. Ja, und was du gerade sagtest, natürlich beim Essen immer ganz da sein. Das ist ja auch bei vielen nicht der Fall. Weil viele essen vielleicht und tun etwas dabei, arbeiten dabei oder schauen fern. Aber im Jetzt ist ja nur eine Sache wichtig, wie du so schön sagst. Und das ist natürlich entscheidend. Und auch dem Freund Körper die richtigen Lebensmittel geben. Wenn man noch nicht in der Wahrnehmung ist, kann man ja auch das Körperpendel nutzen oder die Wahrnehmungsampel. Wir haben es ja schon mal erklärt. Also das sind alles wunderbare Schritte zum vollkommenen Sein. Und dazu gehört auch, immer neue Aspekte meines wahren Seins zu entdecken. Machen wir uns einmal bewusst, wie wir ganz bewusst unser natürliches Genie wecken. Also, wir alle haben eine innere Schatzkammer an Talenten, Kräften und Fähigkeiten. Unser geistiges Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt und gefördert zu werden. Ihr größter Reichtum ist Ihr Geist, aber bestimmt er auch Ihr Leben? Oder überlassen Sie die Führung Ihres Verstandes, Ihres Lebens noch immer Ihrem Verstand? Die meisten überlassen tatsächlich die Führung Ihres Lebens Ihrem Verstand, anstatt Ihr Leben selbst zu führen. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie beim Autofahren Ihr Kind ans Steuer lassen. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass das vielleicht nicht immer gut geht. Und machen Sie sich bewusst, Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen. Das sind Sie wirklich. Das ist Ihr Schlüssel zur Schöpfungsvollmacht. Wir können die Aufgaben von morgen nicht mit den Werkzeugen von gestern lösen, also dem Verstand. Also kommen Sie vom begrenzten und begrenzenden Intellekt des Verstandes zur unbegrenzten Intelligenz des erwachten Bewusstseins. Und zum Genie gehört, machen Sie sich zur Gewohnheit, jeden Tag mindestens eine gute Idee zu haben. Einfach, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Und machen Sie dann aus dieser Idee eine ganz besondere Idee, indem Sie sie optimieren. Und aus dieser besonderen Idee machen Sie dann eine brillante, besser eine einmalige Idee, und die sollten Sie dann verwirklichen. Allein das verwandelt, ja verzaubert Ihr ganzes Leben. Ja, also es ist natürlich auch sehr entscheidend, was du gerade gesagt hast. Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen, sondern das sind wir wirklich. Wir können ja eigentlich gar nicht sagen, mein Bewusstsein, sondern dieses Energiefeld, was wir sind, das geht ja auch über den Körper hinaus. Das sollten wir uns auch bewusst machen. Und das fand ich sehr schön, dieses Bild, wenn wir den Verstand unser Leben führen lassen, die Illusion des Ich, ist es, als ob wir unser Kind ans Steuer lassen. Das sage ich tatsächlich auch immer gerne. Und da sollte man natürlich den Verstand von dieser Aufgabe entbinden und unser Leben wirklich selbst führen. Ja, nur wenn wir unser Leben selbst führen, kommen wir dahin, wo wir selbst hinwollen. Und praktizieren Sie die Kunst des Vorauserlebens. Machen Sie sich bewusst, damit geben Sie einer Situation in der Zukunft eine bestimmte Form. Sie können ein Gespräch, einer Verhandlung, einer Begegnung, einer Situation eine bestimmte Form geben durch Vorauserleben, indem Sie eben sich vorstellen, wie das sein soll. Und wie du vorhin gesagt hast, dabei können wir wunderbar unsere Wahrheitsampel nutzen,
Das ist sehr hilfreich und die hat einen großen Vorteil. Wenn Sie in der Wahrnehmung sind, nehmen Sie ja auch wahr, was stimmt. Aber Sie nehmen immer nur wahr, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Während die Wahrheitsampel funktioniert auch, wenn Sie sie gar nicht im Bewusstsein haben, wenn Sie sie gar nicht befragt haben. Sie springt, wenn es erforderlich ist, in Ihr Bewusstsein und taucht vor Ihren Augen auf. Ich erinnere mich zum Beispiel vor langer Zeit einmal, war ich morgens unterwegs zu einem Seminar und ich fahre zügig immer. Andere sagen, ich rase, aber das stimmt natürlich nicht. Sobald es der Verkehr erfordert, gehe ich auf 200 zurück, natürlich, das ist ganz klar. Also das heißt also, ich war zügig unterwegs und ohne dass ich besonders daran dachte, es war auch gar kein Gegenverkehr, es war früh morgens, tauchte auf einmal die Wahrheitsampel auf mit rot, 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 rot. Und ganz automatisch ging ich vom Gasbremse leicht an und sagte, was soll das denn jetzt? Hier ist doch gar nichts. Und kam um eine leichte Biegung und da stand ein Müggelwagen quer. Der fuhr gerade rückwärts in eine Einfahrt rein, da zog wahrscheinlich jemand um. Ob ich da noch rechtzeitig hätte halten können, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Aber die Wahrheitsampel hat natürlich diese Situation erkannt und ist ins Bewusstsein gesprungen. Und das ist der Vorteil dieser Wahrheitsampel. Die meldet sich also auch, wenn wir sie gar nicht gefragt haben. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Also kommen Sie vom Denken zur Wahrnehmung. Denn der Verstand kann sich irren, aber die Wahrnehmung ist einfach fehlerfrei. Ja, das ist natürlich wirklich entscheidend für unser ganzes Leben, vom Denken zur Wahrnehmung zu kommen. Der Verstand kann sich irren und er sagt es ja auch, Irren ist menschlich. Und die Wahrnehmung, die zeigt einfach das Gesamtbild, so wie es ist, lässt nichts weg, fügt nichts hinzu, genau wie du sagst. Und deswegen ist das wirklich der entscheidende Schritt, den Verstand zu überschreiten. Und wenn Sie in der Wahrnehmung sind, dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie wahrnehmen wollen. Denn Sie können nur das wahrnehmen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Sie können jetzt ja auch nur das sehen, wo Sie hinschauen. Alles ist da, alles könnten Sie sehen, aber Sie sehen nur das, wo Sie hinschauen. Und genauso ist es mit der Wahrnehmung. Sie nehmen nur das wahr, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Und deswegen sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was Sie jetzt wahrnehmen wollen. Stehen Sie vor einer Frage, dann erkennen Sie natürlich die richtige Antwort. Stehen Sie vor einer Entscheidung, dann erkennen Sie, was jetzt zu tun ist. Und stehen Sie vor einer Aufgabe, dann erkennen Sie nicht nur die optimale Lösung, sondern auch den besten Weg, die richtigen Schritte, den optimalen Zeitpunkt, eventuelle Partner. Und vor allem erkennen Sie, wie es ausgeht, bevor Sie überhaupt beginnen. Das war für mich der größte Gewinn überhaupt, dass ich einfach bei jedem Vorhaben ganz automatisch hinschaue, führt denn der eingeschlagene Weg zu dem erwünschten Ergebnis? Und wenn nicht, dann welcher Weg würde denn zu diesem Ergebnis führen? Und dann gehe ich natürlich diesen Weg und das führt dazu, dass Sie am Start schon gewonnen haben und dass Sie aus jedem Vorhaben einen vollen Erfolg machen, einfach weil Sie sich vorher überzeugt haben, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Ja, also das ist auch wirklich so entscheidend, am Start schon gewonnen zu haben und zu wissen, wie es ausgeht. Und da merkt man ja, auch wenn ich etwas geistig in Besitz nehme, etwas verursache, sollte ich natürlich in der Wahrnehmung sein und schauen, wer will das? Nur das Ego oder ich selbst? Und natürlich auch, ist dieses Vorhaben denn überhaupt, komme ich da an, wo ich dann auch ankommen möchte? Das merkt man daran, dass es entscheidend ist, also nicht einfach nur zu manifestieren, sondern auch bei Bewusstsein zu sein. Ja, und auch mich selbst fühlen am Ziel, das heißt sehen, bringt mir das, selbst wenn das dahin führt, wo ich hin will, bringt mir das denn die gewünschte Erfüllung? Also
fühle ich mich jetzt wirklich weitergekommen und habe ich wirklich etwas Wesentliches erreicht und noch kann ich alles ändern. Und so machen sie tatsächlich aus jedem Vorhaben einen vollen Erfolg. Aber sie können auf diese Weise sogar aus einem bereits erfolgten Misserfolg und Verlust doch noch einen Erfolg und einen Gewinn machen. Einfach, indem sie hinschauen, was dafür erforderlich ist, welche Schritte erforderlich sind, wie lange es dauert, mit wem sie das am besten machen und machen so tatsächlich, selbst wenn es schon passiert ist, aus dem erfolgten Misserfolg und Verlust doch noch einen Erfolg und Gewinn. Ja, das ist auch etwas, was sich der Verstand überhaupt nicht vorstellen kann, aus einem bereits erfolgten Misserfolg doch noch einen Erfolg zu machen. Das sollte man auch wirklich einmal selbst erleben. Auch fast jeder hat es schon mal erlebt, dass irgendwas schiefgelaufen war und stellte sich hinterher raus, gut, dass das passiert ist. Das war ja besser als das, was ich beabsichtigt habe. Und deswegen kennt die Erfahrung eigentlich jeder, selbst wenn er sie vergessen haben sollte. Und indem sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Körper richten, erkennen sie natürlich, was ihr Körper gerade braucht. Und sie erkennen so jede Disharmonie, lange bevor sie als Krankheit sichtbar wird. Und tun das Richtige, bevor ihr Körper ihnen ein Symptom als Botschaft schicken muss. Und plötzlich sind Schwierigkeiten, Probleme oder Krankheit nur noch eine ferne Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und sie wissen gar nicht mehr, wie sie früher ohne das gelebt haben. Denn plötzlich ist alles ganz einfach durch das unverzichtbare Werkzeug der Wahrnehmung. Und sie können natürlich ihr Scheitelchakra ständig offen lassen und sind ständig in der universellen Wahrnehmung und lassen sich von der universellen Weisheit führen. Das liegt in ihrer Hand und ist irgendwann, wenn sie es ständig machen, selbstverständlich und sie sagen, warum sollte ich auf dieses wunderbare Werkzeug verzichten? Ja, also das ist natürlich der Eintritt in ein ganz neues, märchenhaftes Leben, wenn wir uns von der universellen Weisheit führen lassen und so wie du sagst, auch jede Disharmonie erkennen, bevor sie dann sichtbar wird. Also einfach rechtzeitig Öl nachfüllen, rechtzeitig diese Dinge, notwendigen Dinge tun und so kommt Krankheit natürlich nicht mehr vor. Ganz genau. Und machen wir es wieder gleich praktisch. Treten Sie jetzt ganz bewusst ein in Ihre eigene natürliche Vollkommenheit. Denn Sie sind ja schon vollkommen. Sie haben es nur vergessen. Und Sie nehmen Ihre natürliche Vollkommenheit wieder in Besitz, indem Sie einfach alles, was immer Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich tun und erleben, wie allein dadurch Ihr ganzes Leben immer vollkommener wird. Und damit eröffnen sich Ihnen Möglichkeiten, die für andere einfach nicht vorhanden sind. Und plötzlich wird das ganze Leben ganz einfach. Und Sie tun gleich das Richtige und fragen sich, wie Sie früher ohne das auskommen konnten und erkennen, das ist Ihr wahrer Zustand und Ihre geistige Geburt. Und das Schöne ist, dazu brauchen Sie gar nichts ändern. Denn das alles sind Sie ja bereits. Sie brauchen sich nur wieder daran zu erinnern und leben ganz bewusst als das natürliche Genie, das Sie ja sind. Ja, und wir merken, das ist auch der Wiedereintritt in die Leichtigkeit des Seins. Das Leben wird eigentlich ganz einfach, wie du gesagt hast, wenn diese geistige Geburt vollzogen ist. Wunderbar. Also, wie immer am Schluss fassen wir noch einmal zusammen. Damit Sie prüfen können, habe ich diesen Schritt bereits vollzogen oder ist hier noch irgendetwas zu tun? Und der beste Weg ist, tun Sie gleich, was noch fehlt. Und dann haben Sie das gleich vollzogen, einfach indem Sie zuhören. Als erstes mache ich mir bewusst, ich kann gar nicht eintreten in meinen Lichtkörper,
weil ich ja gar nicht raus kann. Ich lebe ja ständig ohnehin in meinem Lichtkörper. Das heißt, ich erinnere mich nur wieder daran, dass ich ständig in meinem Lichtkörper lebe und lebe ab jetzt wieder bewusst in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper. Und in einem nächsten Schritt aktiviere ich meinen Lichtkörper, indem ich bewusst ständig auch Licht atme, esse und trinke und erlebe, wie ich mit jedem Atemzug immer lichtvoller werde. Und dadurch erwacht mein Superimmunsystem und meine vollständige 12-Strang-DNA und damit mein natürliches Genie, meine Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Und dann fühle ich einmal bewusst die vollkommene Gesundheit meines Lichtkörpers, aber auch meine natürliche Unsterblichkeit. Ich bekomme so ganz von selbst mein Wohlfühlgewicht und meine Traumfigur und erlebe bewusst die natürliche Vollkommenheit meines wahren Seins. Bin ewig jung und alterlos und mache einen Sprung in meiner individuellen Evolution. Ich bin ständig bewusst online, eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein und lasse mich von der universellen Weisheit führen und mein wahres Selbst bestimmt von nun an mein Leben. Mein physischer Körper spiegelt das wieder als Vitalität, als Gesundheit, als Lebensfreude. Und Krankheit verschwindet aus meinem Leben, weil ich die Bedürfnisse meines Körpers wahrnehme und erfülle, bevor er eine Botschaft schicken muss. Und gebe ihm nur noch wahre Lebensmittel und bin vollkommen gesund für immer. Und weil mein natürliches Genie erwacht, werden mir immer neue Kräfte, Fähigkeiten, Möglichkeiten bewusst. Ich habe jeden Tag mindestens eine gute Idee, die ich optimiere, bis daraus eine ganz besondere oder gar einmalige Idee geworden ist, die ich dann aber auch verwirkliche. Ich öffne bewusst das Tor des Himmels. Das heißt, ich bin wieder bewusst eins mit dem einen Sein, dem Ursprung der Quelle und lasse mich von dem einen Sein führen und erkenne so die Antwort auf jede Frage, die richtige Entscheidung und die Lösung für jede Aufgabe, lebe und handle ständig im Mastermind. Und das Schöne ist, dazu brauche ich gar nichts ändern, denn das alles bin ich ja bereits. Das Einzige, was zu tun ist, ich erinnere mich wieder an die Wirklichkeit meines wahren Seins. Und das ändert sofort mein So-Sein. Und damit mein Schicksal, meine Zukunft, mein ganzes Leben. Und ich bin endlich wieder bei mir selbst angekommen. Und damit in meinem wahren Leben. Wunderbar, vielen Dank, lieber Kurt, für diese hilfreiche Zusammenfassung. Jetzt kann es jeder direkt gleich vollziehen und leben in seinem wahren, ewig gesunden Lichtkörper. Ich bedanke mich für die Begegnung mit dir, mit den anderen und sage einfach, bis zum nächsten Mal.